Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ich habe mich ja nur gefragt, wann es soweit ist, aber der erste elektrische Pickup-Truck wurde vorgestellt und zwar von Workhorse, einer Firma aus Ohio. Amerika, das Land des Verschwendens und der Pickup-Trucks. Ja, so könnte man es ungefähr sagen. Das Ding, ja, hat einen 60 Kilowattstunden Akku und ist ein Plug-in-Hybrid. Ich finde, ein 60 Kilowattstunden Akku ist für einen Plug-in-Hybriden schon ziemlich groß. Aber davon sollen 20 Kilowattstunden als Reserve für den Akku sein, damit der länger hält. Okay, ich bin der Meinung, man könnte den Leuten die Freiheit geben, das auch zu benutzen. Aber ja, kann man natürlich auch so machen. Das Ding ist, dass das Ding mit den 60 Kilowattstunden oder den 40 Kilowattstunden, die davon noch übrig sind, damit die Batterie halt nicht so schnell verfällt, nur 80 Meilen, also ja, 130 Kilometer weit kommt. Das ist jetzt nicht wirklich so weit und hat natürlich noch einen normalen Benzinmotor als Plug-in-Hybrid. Aber das Coole ist, man kann die Batterie dann dazu benutzen, um Tools zu betreiben. Wenn man auf einer Baustelle ist und halt ein Power-Outlet braucht, also ein Stromausgang, um Tools zu betreiben, kann man die mit bis zu 7,2 Kilowatt dort aus dem Akku entnehmen. Und das finde ich jetzt wiederum ziemlich cool, weil, naja, das ist eine Menge Leistung. Ich meine, eine Haushaltssteckdose hat was 2 Kilowatt, die übertragen kann. Und 7 Kilowatt ist dann doch schon deutlich mehr. Da kann man auch also größere Maschinen anschließen. Das Krasse ist aber, dass die schon 5300 Vorbestellungen haben, vor allem für halt Flotten, also irgendwelche größeren Firmen, die sagen wir, Baufirmen zum Beispiel, die wollen die gern verwenden, bestellen dann gleich mal 10 oder vielleicht 100 Stück. 5300 Stück sind schon bestellt und eins könnte auch vielleicht dir gehören für $52.000 bevor Steuern. Das heißt, kommen da noch Steuern oben drauf. Rechne mal 20% mehr in Deutschland. Plus Import-Tax und alles mögliche, was es da alles gibt. Aber ich finde, es sieht ganz cool aus. Was meint ihr? Überhaupt würde mich interessieren, was ihr von Pickup-Trucks haltet. Ich meine, in Deutschland kommt ja langsam so der Hype an. Hey, wir sind auch Amerika, wir wollen auch Pickup-Trucks. Und Tesla hat ja auch schon einen angekündigt. Und Ford hat seinen F-150 jetzt mit Dieselmotor angekündigt. Also ja, die Pickup-Trucks kommen auch zu uns. Hättet ihr gern einen? Würdet ihr euch einen Hybrid-Pickup-Truck kaufen? Eure ehrliche Meinung wie immer unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen, Valentin out und bis zum nächsten Mal. Ciao.